Wer kann sich wohl vorstellen, dass hier auf diesem grauen, trostlosen Stückchen Erde einmal die zweitgrößte Filmproduktionsstätte Österreichs gewesen ist, die Astoria Filmfabrik. Hier, an dieser Stelle, stand das für die damalige Zeit schon technisch best eingerichtete Atelier. Drinnen hat Franz Höbling das grinsende Gesicht gedreht. Auf der anderen Seite waren die Bauten für den Gevatter Tod eine altdeutsche Stadt aufgebaut. Drüben hatten wir eine orientalische Stadt für Zwergnase aufgebaut. Da waren die Bauten für einen kleinen Märchenfilm. Und so war die Möglichkeit gegeben, dass wir unter den 2 Jahren des Bestandes der Astoria Filmfabrik 24 abendfüllende Filme gedreht haben und ungefähr an die 100 kleine Lustspiele und andere Filme, die ziemlich großen Absatz gefunden hatten. Spitzenfilme der Astoria-Produktion war wohl Glaube und Heimat. Dann Unter der Knute des Schicksals, Das Weib des Irren, Homosum, Zwergnase, Die Totenhand und zum Schluss William Radcliffe. Während ich den anderen Regisseuren die Möglichkeit gelassen habe, Geschäftsfilme zu machen, habe ich in erster Linie das Künstlerische herausgeholt. Und das war mir eine kleine Ballade von Heinrich Heine, William Radcliffe, so recht der Untergrund für einen Film. Leider ist heute keine Kopie des Filmes mehr vorhanden und es ist mir nicht leicht nachzukonstruieren, was der Inhalt des Filmes gewesen ist. Ich habe mir diesen Film wegen der landschaftlichen Note, nämlich Schottland, ausgesucht. Dazu habe ich mir einen Fachexperten vom Burgtheater, den Professor Geiling, geholt, der mir ein wirklicher und richtiger Berater war.